Es ist wieder schön, hier dabei zu sein bei Lars und Florentin. An der Donnerstagabend-Show, ihr seid dabei bei Lars und Florentin. Was sagst du zu meinem neuen Beat? Beatboxen, die soll das Beatboxen nicht enden. Das ist mein neuer Beatbox-Style. Ich hab ein langes Intro. Let's go, Lizzie! Oder ist es so Stand-up? Das kann auch sein, ja. Wische meinen Boden. Was auch schon. War nur ein Jingle. Könnt ihr runterladen für euer Intro oder für ein Handy-Klingelton oder so. Nur meine Harley und ich, wir fahren nach Estland und haben eine gute Zeit. Dieses Land ist mir bekannt. Überraschung überall, links und rechts am Weg. Ein Schild weist mich darauf hin, hier sind Bären unterwegs. Wir geben Gas mit der Harley jeden Tag. Es macht so Spaß, komm schon, schalt einen Gang hoch. Oh, ich weiß immer nicht, ob ein Gang hochschalten heißt, dass man schneller fahren soll oder langsamer. Weil kurz siehst du einen Bär am Rand, dann bleib doch mal kurz stehen und gib ihm deine Hand. Mit Bären kannst du spielen, sind sie schwarz, dann fight back. Na, weil wenn man hochschaltet, dann ist man ja kurzfristig langsamer. Worum geht's in dem Video? Mir ist es noch nicht klar. Ich fahre auf den Horizont, der ist so wunderbar. Ich fahr mit meiner Harley den ganzen Tag herum. Und wenn ich wieder nach Hause komm, dann ist die schlechte Laune um. Und langfristig wird man schneller. Es ist sozusagen eine Investition in Geschwindigkeit. Wir fahren die Harley jeden Tag und das macht Spaß. Wir geben richtig Gas mit der Harley. Es geht gut los, es geht gut los. Das ist die Obstpresse. Press mein Obst, Obstpresse, press mein Obst. Ich bin zu faul zu kauen, press es mir in mein Gesicht Maul rein. Zähne sind obsolet, dein Kiefer kann ruhen. Matsch das Zeug einfach klein. Du hast nichts mehr zu tun. Mit der 7 Liter Obstmühle stopfst du dir den Garten in deinen Mund rein. Moment, aber ganz habe ich es jetzt noch nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, dass du den Kiefer spielst. Wie ein junger Gott. Also, ich mochte wie lange hast du da Musikunterricht genommen? Ich mochte auch meinen Beitrag zu dem Song. Ein unterschenkeldicker Aal, der ist ne Qual, der schwimmt den Fluss hoch. Ja, ich hab Angst, da kommt der Aal den Fluss hinauf und mein Oberschenkel ist klein im Vergleich. Da sagt der Aal, na komm mal her. Ich sage, wer? Er sagt, na du. Knusprig goldbraun, ich schieb sie mehr rein. Knusprig waldbraun, ein Traum. Knusprig goldbraun, ich schieb sie mehr rein. Lecker, lecker, immer zur Hand. Okay. Kartoffeln. Kartoffeln. Kartoffeln drin. Kartoffeln drin. Draußen auch Kartoffeln. Für jeden Klick ein Punkt. Für jeden Klick ein Punkt. Jeden Klick ein Punkt. Jeden Klick ein Punkt. Für jeden Punkt. Einen Klick. Jeden Punkt. Jeden Klick, Punkt, jeden Punkt, Klick, jeden Klick, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, glaub
Homer, don't you see me? I am very good at horse. Don't you see me? I am riding very fast through the storm. Oklahoma City is my city town for you. Christians come here to celebrate the Jesus Christ. Jesus Christ! Nicht über den Wolken? Nee, über den Wolken ist alles schon strafbar. Fällt dir ein Lied ein zu über den Wolken, zu diesem Song? Ein Lied fällt mir ein. Oklahoma, don't you see me? I am very fast at horse. Oklahoma, don't you see me? I am Christian guy with horse. Yes. Mit Angelprodukten ziehen wir euch die Kohle aus der Tasche. What up 2023? Lasst mich die Hände sehen. Zeigt mir eure Finger. Ab in die Brandung, rein ins Vergnügen. Jetzt geht's los und wir trinken einen Shot. Ich will keine ungeschützten Finger sehen. In alle Finger in den Club. Das ist ja so lustig. Ey. Ja, der nächste Auftritt und jetzt mit Chopin, Lars Erik Paulsen. Weißt du, es würde jemandem auffallen? Weißt du, wenn ich nein, dass jemand hinter der Bühne steht, nein, und Klarinette spielt, nein, und du pfeifst? Nein, die werden alle ganz stolz auf mich. Oh, der fährt falsch rum auf der Autobahn. Falsch rum auf der Autobahn. Falsch rum auf der Autobahn. Crash, crash, falsch rum auf der Autobahn. Der erste technische Fehler ist schon mal überhaupt sein ganzes Mindset. Sorry. Ich zeig dir mal. Der hat nicht das richtige Mindset oder nee, was? Nee, ey, ganz ehrlich. Saxophon spielst du immer mit einem bisschen. Und vor allem mit geschlossenen Augen. Ja, geil! Die Hüften spielen das meiste. Put the water in the bottle, put the water in the bottle. Water in the bottle, put the water in the bottle. Water in the bottle, put the water in the bottle. Drip, 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 drip. Put the water in the bottle. Hey, Leute. Ist halt scheiße, wenn der Bass nicht wirklich einsetzt. Nein, heutzutage. Nur du und Venet, ich. Ja, es ist wahr, ich liebe dich. Nur du und ich in Venedig. Da findet man sich. Venedig. Komm her, bevor wir untergehen. Aber ist das eine Band, Duck Nugget? Duck Nuggets? Ich finde, Duck Nugget ist eine richtig ist gute Band. Ist schon cool, ja. Wie könnte ihr erster Song heißen? Duck and Chicken, 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 Nugget, 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 Duck and Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken, Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken. Du warst mein Waller. Die ganze Nacht, du hattest mich immer im Arm. Ich kannte nur einen Fisch und der warst du. Was kleines jetzt kommt ein vor dem kurzes Solo. Und dann kommt wieder der Frankenballer-Song. Ich bin ja spezialisiert auf Intros. Einfach um das Publikum auch so eine gewisse Stimmung zu geben. Kreativität ist mein Fachgebiet. Du bist da und singst mit mir dieses Lied. Let's go, Florentin. Na, ich dachte, da kommt noch mal ein richtig geiler Dissert. Nee, jetzt! Ist leider vorbei. Ja, du kannst halt ich Intros. Ich bin gut für Intros, du bist gut für Outros, beziehungsweise Mittelparts. Rocket Beans, Pocket Beans, verflixe Klicks Beans am Donnerstagabend. Ich bin dabei, Paulse auch. Wir schauen uns was an. Blech, Blech, wir mögen Blech. Das ist ein Hakenkreuz, das ist ein Hakenkreuz. Verfassungsfeindlich, Rocket Beans, das ist ein Hakenkreuz. Kreuzen, Hakenkreuz in Deutschland. La, 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 83. Wir sagen Nein zu Haken.
Kreuzen. Paragraph 83, hört auf euren Anwalt, ihr Deppen! Doppeldecker Bus, 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 doppeldecker Bus. Ich bin zurück und ich hol mir die Krone heute Nacht. Ich hol mir die Krone heute Nacht. Ich hol die Krone heute Nacht. Ich gehe nicht mehr ins Bett, wenn ich keine Krone auf mir spüre. Ich hab die Krone mit dem Bett. Ich drück sie ganz, ganz fest an mich, denn ich hol sie heute zu mir nach Hause. Ich hab die Krone. Du kriegst die Krone nicht. Ich hab die Krone. Du kriegst die Krone nicht. Ich hab die Krone auf dem Kopf. Ich hab die Krone auf dem Kopf. Du kriegst die Krone nicht. Das ist die Musik, die ich brauche. Wir alle werden sterben, eines Tages ist es soweit. Oh nein. Egal wie wir sterben, wir alle sterben, das ist die Gewissheit. Wann? Eines Tages wirst du tot sein. Die Würmer werden dich auffressen. Oh. Dann ist dein Leben zu Ende. Und man wird dich schnell vergessen. Du wirst sterben. Wie lang? An einer Lower Respiratory Disease in 1 von 27 Fällen. In anderen Weiten kann man die Sachen sind ein bisschen schnell. Du wirst vergiftet, du wirst überfahren, du wirst angeschossen, du wirst runterfallen. Doch die große Frage im Leben ist immer noch, werde ich zu Kompost oder nicht? Schmeißt du mich in den Restmüll oder entsorgst du mich fachgerecht? Die Frage geht raus an meinen Mörder Florentin. Ich bin nicht dein Mörder, das Gericht war sich da einig. Doch ich werde dich nie mehr loslassen. Und eines Tages wirst du in meinem Wohnzimmer stehen und nach deinem Tod weiter in meinem Leben sein. Ausgestopft, aufgefüllt mit Gelee und Grease, ganz bis oben hin. Und mich jeden Tag an Lächeln, du bist immer mit dabei. Du bist mein toter Lars, fast so gut wie lebend Lars. Doch du bist toter Lars, in einer legalen Hinrichtung ermordet. Du wurdest von einem Erdbeben erfasst. In einer Flut bist du ertrunken. Eines Tages wird's uns alle treffen, werden wir von Feuerwerk in die Luft gejagt. Hat unser Tod gestunken oder wurden wir von einer Hornisse gestochen? Und dann sind wir tot. Sind wir tot. Es bleibt nur die eine Frage, lande ich auf dem Kompost oder entsorgt ihr mich anderweitig? Ich sehe schon die Thumbnails für die nächsten Videos, das heißt, wir können endlich aufhören zu singen. Würdest du mich wirklich gerne ausgestopft in deinem Wohnzimmer? Ich würde dich komplett von unten bis oben mit Vanillepudding ausfüllen, einmal so wirklich dein ein Auge rausnehmen, dann den Pudding Hart rein, Pudding rein, bis du voll bist, Auge wieder rein, und dann einfach stehen lassen. Reicht es, wenn das Auge auf ist, ja, wird der ganze, ist alles verbunden? Du kommst überall hin vom Auge.